Hey Leute, ich bin's mal wieder, euer Paul. Heute zurück mit einem neuen Video. Und zwar seht ihr schon Fortnite. Ihr habt auch schon einen Controller, eine Tastatur und eine Maus gesehen. Und dort steht meine PS4. Ich möchte euch heute nämlich zeigen, wie ihr Fortnite mit Maus und Tastatur spielen könnt. Ich bin mir nicht sicher, in welchen Spielen das noch alles klappt, aber es funktioniert in Fortnite 100%ig. So, ich werde euch natürlich die Tastatur, wenn ich es schaffe, weil ich die auf eBay gekauft hatte. Auf Amazon war die nämlich nicht mehr verfügbar, aber ich kann den Link trotzdem reinsetzen. Und die Maus, also das lohnt sich nicht, da den Link reinzusetzen. Das ist so eine komische Billigmaus gewesen, so für 5 € oder so. Und da würde eigentlich jede Maus beliebig sein. Ich weiß nicht, ob es mit jeder Tastatur ist. Auf jeden Fall funktioniert es mit der. Mit der funktioniert es super. Die ist sogar hier, die ist kabellos. Die hat so einen Connector. Seht ihr hier? Ich weiß allerdings nicht, ob die jetzt angeschlossen ist. Ich glaube nämlich nicht. Die muss ich nämlich erstmal wieder verbinden. Und ja, die Maus, die blinkt noch nicht. Die blinkt normalerweise. Und ich kann es euch erstmal zeigen. Erstmal so mit dem Controller. Seht ihr ja. Alles ganz normal. Und jetzt zeige ich euch das natürlich mit Maus und Tastatur. Ich schließe erstmal meine Maus an. Und ihr könnt dann direkt sehen. Sie leuchtet. Und jetzt könnt ihr sehen, dass hier unten der Controller, die Tastatur und mein Headset angeschlossen sind. Ich habe ein USB-Headset, also falls es jetzt gerade mal so ein bisschen verwirrend ist, seht ihr, glaube ich, gleich. Jetzt steht da oben Headset, Controller, Maus und Tastatur. Und damit ist die Maus jetzt angeschlossen. Das seht ihr auf dem Bildschirm. Cool. Dort ist meine Maus. Seht ihr? Ich kann auch mal auf den Emote drücken. Der schöne Elektro-Shuffle. Und ihr seht, das funktioniert alles auf der PS4. Ich kann noch mal gerne hier hinpacken. Hier meine Maus. Dort mein Bildschirm. Es funktioniert alles auf der PS4. So. Und ihr müsst nichts weiter machen, als die Tastatur und die Maus einfach nur anzuschließen. Und dann könnt ihr hier sehen, könnt ihr hier mal auf die drei Striche drücken und dann auf das Einstellungsrad. Und hier hinten habt ihr schon die vier Pfeile. Und damit habt ihr alle Tasten, alle Belegungen. Könnt ihr neu konfigurieren und somit könnt ihr Fortnite auf Tastatur und Maus zocken auf der PS4. Das war ein relativ kurzes Video. Ich kann euch gleich nochmal zeigen, wie der Connector dieser Tastatur aussieht, falls ihr euch die bestellen wollt. Und zwar seht ihr hier, das ist der Connector und der ist einfach nur hier hinten angeschlossen hier. Ich kann das Kabel mal hochnehmen. Da seht ihr. Und damit ist einfach nur die Tastatur verbunden. Dann gucke ich mal, wie ging das? Jetzt bin ich natürlich überfragt so ein bisschen. Genau. Ich kann ja mal schnell in die Einstellung gucken. So. Dann kann ich euch nämlich zeigen. So, vorwärts bewegen, Taste drücken. Funktioniert. Ich kann es nochmal zeigen. Da, ich habe jetzt die erste Taste, also vorwärts bewegen, ausgewählt. Ich versuche das jetzt mal irgendwie so zu zeigen. Hier seht ihr meinen Finger. Und dort seht ihr Taste drücken. Ich habe die Taste gedrückt. Also, wie ihr seht, funktioniert es alles. Ihr könnt alles, wie ihr wollt, umbelegen. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Es war nicht wirklich lang. Aber ich wollte euch einfach mal zeigen, wie ich zurzeit Fortnite spiele und so kann ich es wirklich nur empfehlen. Ich kann auch mal sagen, die Tastatur kostet so 10, 15 €. Da ist auch noch eine extra Maus bei, die habe ich aber nicht angeschlossen, weil sie auch so eine Connector-Maus ist. Bringt mir nicht wirklich viel. Deswegen habe ich jetzt einfach nur die Maus genommen, weil die hier zwei extra Tasten hat. Aber sollte alles gehen. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und wir sehen uns bis zum nächsten Video. Haut da rein, Leute. Ciao.